Lokale Produkte zu fairen Preisen. So lässt sich die neue Initiative www.paradeiser.at kurz beschreiben. Im Internet bestellt man seine Lebensmittel aus der Region, die dann 2 Tage später sorgfältig verpackt bei einem Abholstandort abgeholt werden können. Diesmal beim Heurigen Fuchs in Traiskirchen. Direkt vom Bauern, handselektierte Qualität und Förderung lokaler Kleinbetriebe. Das ist die Philosophie, die hinter den Paradeiser-Shops steht. Man bietet ein breit gefächertes Sortiment, bestellt wird online, danach holt man die Ware bei ausgesuchten Händlern fertig verpackt ab. So auch in Traiskirchen beim Heurigen Fuchs in der Wiener Straße 49. Wir sind im Oktober auf Paradeiser gekommen oder Paradeiser ist zu uns gekommen, hat gefragt, ob wir das nicht doch machen wollen. Ich habe gesagt, ja, sehr gerne. Ich habe mir das einmal angeschaut, ob die Produkte für jeden leistbar sind und ob das auch für uns machbar ist. Und wir haben gesagt, ja, wir machen es und ja. Anfang April haben wir dann durchgestartet. Unser Konzept ist eben, dass wir wirklich lauter Produzenten von der Umgebung höchstens 60 Kilometer entfernt bei uns dabei haben. Alle Produkte, die hier produziert werden. Und dann in Abholstationen in Wien und um Wien herum kann der Kunde eben seine Bestellung am Donnerstagnachmittag abholen. Ich habe jetzt über 10 Jahre in Paris gelebt und bin wieder aus familiären Gründen zurückgekommen nach Wien. Und ich war total schockiert über die Nahversorgung von Lebensmitteln, weil bei mir in meinem Grätzl, wo ich auch aufgewachsen bin, da gab es früher einen Kreisler und einen Fleischhauer und einen Bäcker. Und jetzt gibt es genau einen Supermarkt und am Wochenende einen Bauernmarkt. Aber, und da habe ich mir gedacht, im Internet ist so viel passiert, nur im Lebensmittelhandel eben noch nicht so viel. Da muss ja irgendeine Möglichkeit geben. Und da bin ich auf die Idee gekommen, eben auf einer Plattform alles abzubilden, was in der Umgebung produziert wird und das dann aber in Abholstellen bei sich ums Eck zu bekommen. Früher, wenn wer affin auf das hin war, musste er von einem Hofladen zum anderen fahren, hat einen ganzen Tag damit verbraucht. Wer hat diese Zeit? Leider sehr wenige Menschen. Und eben wir, Marco Sittek und ich, haben uns gedacht, ja, lass uns da was machen, eben das online zu machen, die Bestellungen abzugeben und dann wird auch nur das bestellt, gebracht, was bestellt und bezahlt ist. Dadurch haben wir keine Lebensmittelverschwendung und die Produzenten bringen eben die Waren und der Kunde holt sich dann in den Abholmärkten ab. Das erste Mal Paradeiser war eine richtige Herausforderung, da hat es uns auch noch ein bisschen geschleudert, da war Chaos ohne Ende, aber mittlerweile auch mit Hilfe von meiner großen Marie und von der kleinen Johanna geht es schon ganz gut. Jetzt haben wir ein gutes System und wir werden jedes Mal schneller und Fehler passieren uns auch nicht mehr viele oder beziehungsweise fast gar keine mehr, somit läuft das schon recht gut. Ich bin begeisterter Paradeisianer sozusagen, weil meistens einmal die Idee gefällt. Die Philosophie gefällt mir sehr gut und auch die mit den Menschen, die es machen, verstehe ich mich sehr gut. Und das ist schön, da in der Region einfach diesen Vertriebsweg zu haben. Es ist schon ein Mehraufwand, aber den, was man gerne tut, weil wenn man sieht, wie viel das da in der Region dann dadurch verkauft wird, also so an Donnerstagen, wenn Paradeiser ist, braucht man schon an die 500 Kilo Brot. Das sind schon immense Mengen, was wir vorher nicht gehabt hätten. Und ja, da bin ich sehr froh drüber. Wir sind in Heurigen oder Weinhäusern oder Geschäften, wo die Leute zusammenkommen können und sich eben auch austauschen können über die Lebensmittel. Weil was uns extrem aufgefallen ist, dass die Leute ja gar nicht mehr gewusst haben, wie ein reifer Apfel schmeckt, der direkt vom Baum kommt. Oder wie eine Milch schmeckt, wo sich wirklich wie früher sich der Rahm noch bildet. Da haben wir sogar Rückmeldungen gehabt, oh Gott, meine Milch ist schlecht, dabei war das nur der Rahm, den man erst einmal aufschütteln musste, um die Milch wieder eben aus der Flasche zu bekommen. Und dieser authentische, echte Geschmack von Lebensmitteln, den haben wir eben rübergebracht, wieder, glaube ich, an die Kunden. Und das ist ein Austausch in den diversen Abholmärkten, wo sich dann eigentlich fremde Leute über das unterhalten. Und was bestellst du eigentlich? Und wie hat dir das geschmeckt? Und es ist ein direkter Kontakt mit den Kunden, der wunderschön ist, weil so schnell kriegt man natürlich nie ein Feedback. Ich bin wirklich, wirklich begeisterte Paradeiser-Kundin seit der ersten Stunde. Bereits in Thalern, da gab es nur 2 Märkte, jetzt sind es 14 und Gott sei Dank auch einer in Traiskirchen. Ja, sehr vielseitig habe ich eingekauft. Sehr gut, wenn ich das mal jetzt bezeichnet nehmen darf, sind die Paradeiser. Also ich finde es sehr angenehm. Es ist nicht nur in Zeiten von Corona super praktisch, weil man die Dinge einfach online bestellen kann, zahlen kann und dann abholt. Und ich finde die Produkte
sehr, sehr gut. Also es spart einem extrem viel Zeit. Man muss nicht um den Fisch nach Leobersdorf fahren und ums Fleisch nach irgendwo und um die Milch nach Kramat-Neusiedl, sondern man kriegt regionale Produkte, die wirklich gut schmecken hier vor Ort, und das ist sehr, sehr praktisch. Die Kunden sind sehr angenehm, sehr nette Kunden, und die Erfahrung ist das, dass wirklich nur das angeliefert wird, was auch bestellt ist. Und die Zahlung wird online abgewickelt, somit haben wir damit auch nichts zu tun, und das geht relativ zackig, und ja, wir freuen uns, dass wir dabei sein können. Hätten Sie sich gedacht, dass Sie 2020 so am Puls der Zeit liegen? Ich habe gewusst, dass wir am Puls der Zeit liegen, aber dass es dann so schnell geht, das habe ich nicht gedacht.